Dann stand Sahin Noy da und ganz ehrlich, ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Weil im Film ja, spielt er ja einen 18-Jährigen oder 20-Jährigen und in Wahrheit war der ja schon, ich weiß nicht, kurz vor 40 und sah viel älter aus, viel ganz anders irgendwie aus. Und ja, jedenfalls war es total witzig, auch hier mit der Schauspielerin und wir hatten echt unseren Spaß und da ist dann auch dieses Foto entstanden und wenn ich das sehe, mein Gott, es war total klasse. Und ich erinnere mich bis heute einfach noch unheimlich gerne an dieses Interview. Es war mein erstes Interview mit irgendjemandem, der mal so richtig bekannt ist. Und es ist halt unglaublich gut zu sehen, naja, dass das irgendwie jemand ganz Sympathisches, Nettes ist, mit dem man sich ganz normal unterhalten kann. Na, damals hätte ich nicht gedacht, dass ich mich auch mal so Richtung Sahin Noy entwickle, aber jetzt bin ich ja dabei, wieder Sport zu machen.